Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim und... Wo ist der Tullius? Nein, Tullius, Tullius, tu es nicht. Wir werden Ulfric schon bald aus Windheim vertreiben. Und Tullius! dann habe ich seinen Kopf auf dem Silbertablett. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren. Okay, ich habe ihn umgebracht. Auch gut. Was war das, Legat? Okay, ich habe ihn doch umgebracht. Und wir haben heute noch einen Special Gast. Sag mal hallo. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgelaufen ist. Aber ich find's gut. Ich habe ihn getötet. Ich habe ja gesagt, ich will ihn töten. Aber der hat auch nichts Gutes dabei. Tullius? Hat er irgendwelche... Was zur Hölle? Ich verstehe es nicht. Der Sp Erstens steht der. Was? Was? Erstens steht er da auf dem Thron, spannt seinen Bogen, hat noch nicht mal einen Pfeil eingelegt. Und warum tut er das? Kann ich mit dir reden? Okay, so, jetzt haben wir abgeschlossen. Wir haben ein Zwergenschwert bekommen. Und ich trage zu viel und kann nicht rennen. Super, geil. So lässt sich's doch leben. Es hat 14, mein Orken hat 15. Oh, die Axt von Weißlauf, die wollte ich ja schon verkauft haben. Ach komm, ich schmeiß die raus. Die sehen nicht viel wert. Schlägt denn die Toten mit in den Grab hier. Ja, hier kannst. Jetzt kann ich aber wenigstens mit einem. Warte. Ja, ich habe gesehen, dass ich noch ein Level aufsteigen kann. Ich will das hier nur in die linke Hand tun. So, jetzt habe ich zwei Sachen. So, neue Stufe. Magika Gesundheit, oder? Was? Ja, ich muss erstmal aussuchen, Ausdauer, Gesundheit oder Magika. Magika. Schwere Rüstung. Ne, doch nicht. Schweres Kunstleiche, Schleichen, Schloss knacken, Taschendiebstahl, Redekunst, Aktion, Schränke, Zerstörung, Wiederherstellung, Änderung. Ah, da, schwere Rüstung. Moloch. Scheiße. Egal. Level 9. So, nächste Mission. Jetzt haben wir, die Kaiserlichen sind durch, ne? Mhm. Geil. Ich mache jetzt Verschiedenes. Und zwar... spreche ich mit Aventus Arendino. Arendinus. Ich sollte die Mission erstmal anwählen. Das wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ach, wie sehr ich diese Ladezeiten doch liebe. Die sind so langweilig. Du kannst nur hier das Scheißding bewegen. Ja, super. Ich kann das noch nicht mal lesen. Oh, der Oh, wie geil, der Aventus Arendino ist direkt um die Ecke. Hallo. Na, wie geht's euch, Jungs? Wir haben gewonnen, ne? Ihr könnt wieder nach Hause gehen. Ja, braucht er mich gar nicht so doof anzugucken. Die warten auf den Tullius. Ach Gott. Nö, der Ulfric ist tot. Na, ich will hier hoch. Ich will unbedingt hier hoch. Na, toll. Jetzt muss ich außen rum gehen. Super. Kann ich hier nirgendwo hergehen oder was? Ich bin eingekreist. Ach doch, hier. Okay, ich bin draußen. Aventus Arendinus, wo ist der? Da stand, der ist auf jeden Fall in dieser Stadt zu finden. Ist der in dem Haus hier? Nein, ist er nicht. Warum nicht? Ist der hier irgendwo? Am Friedhof, genau. Am Friedhof ist doch jeder mal. Ah, ich will die durch. Ich will durch das Feuer. Ich brenne.
bringen! Cool. Ach, da kommt er nicht durch. Ist das ein Arsch? Ah, ich werde nie da ankommen. Ist der hier drinne? Nö. Okay. Ist der hier drinne? Nö. Hey, wo ist der denn? Wollt ihr mich verarschen? Da, da ist der Pfeil. Ich habe ihn gesehen. Wie kommen wir schon da hin? Ist viel zu weit weg. Na! Ah. Hilfe! Hilfe! Hä? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, oh. Warum kann ich denn nicht dahin? Ist das eine schöne Folge. Das würde ich jetzt auch sagen. Ja, genau. Mhm. Besonders, weil ich gerade selbst im Sky gespielt bin. Ja, ja. Okay, ich bin hier oben. Okay, da ist eine unsichtbare Wand, ist geil. Unsichtbare Wände. Alter, die sind echt geil. Das Beste ist, du kannst da durchsehen. Naja, das hat eine unsichtbare Wand schon mal an sich. Immer doch. Och, ich weiß nicht, wie ich zu dem Haus komme. Hier ist das Tor. Ja, hier geht's nach Himmelsrand. Okay. Bom. Oh Mann, wie komme ich zu dem Haus? Yo. Ich habe keine Ahnung. Ach, Mann, oh. Kann mir das einer von euch sagen? Schreibt's in die Kommentare. Nein. Hä? Da, da ist der Pfeil. Boah, wie ich mich in dieser Stadt nicht auskenne. Das ist die einzigste Stadt, wo ich mich nicht auskenne. Ah, wisst ihr was? Ich rede nicht mit ihm. Ich gehe jetzt zum Jarl nach Weißlauf. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich 8 Minuten verplempert, nur um das scheiß Haus zu suchen, und dann habe ich es noch nicht mal gefunden. Geil. Das hört sich doch sehr scheiße an. Oh, ich bin eine Axt, oh, ich bewege mich von alleine. Oh. Immer doch. Klar. Äxte bewegen sich ja auch immer von alleine. So. Magic Axt. So. Ich habe keine Ahnung, was der Jarl von mir will, aber egal. Backe, backe, Kuchen. Ja, ich bin immer noch Stufe 9. Ich weiß das. Ich würde jetzt gerne zum Jarl gehen. Danke. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Die Wache wird vielleicht nervös. Sag bloß, der Jarl ist Penn. Jawoll, geil. Dann geht's schon und weck ihn auf. Pff, ich schlag den mit meinem Kolben in die Fresse. Genau. Am besten scheiße noch in die Ohren. Ja, klar. Habe ich noch nicht. Ich bin noch nicht bei den Graubärten gewesen. Jetzt hast du gespoilert. Ja, schön. Nein. Du hast den ersten Spruch hast du schon. Oh, stimmt. Ach ja. Hast du gespoilert. Ach, das ist. Ach so, du bist der Jarl. Achso, ich hab gedacht, du wärst eine Wache. Was benötigt ihr?
beiderseitiger Vorteil. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersprungen. Ich habe jetzt öfters auf X gedrückt. Ich hoffe, ich habe nichts übersprungen. Wenn ja, tut mir leid. Ist alte Angewohnheit. Früher, wenn ich immer Skyrim gespielt habe, habe ich immer nur geX'd. Okay, ich weiß überhaupt nicht, womit ich mit ihm reden soll. So, das. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Nein, das war es auch nicht. Hä? Ich muss doch mit ihm reden, aber worüber? Jetzt, ich höre. Nun, in den alten Erzählungen bedienen sich die Drachenbluthelden der Macht ihrer Stimme, um die Feinde von Himmelsrand zu bezwingen. Wulfhard war ein Drachenblut. Talus ebenfalls, der Begründer des Imperiums, damals in der guten alten Zeit. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töteten die Drachenbluthelden Drachen und stahlen ihre Kräfte. Nee, auch nicht. Okay. Keine Ahnung. Ulfric Sturmmantels aufgespießten Kopf. Denkt ihr, Ulfric, gehe es um die Unabhängigkeit von Himmelsrand oder das Wohl seines Volkes? Sieht auch schlecht aus. Ein Dreck, das sage ich euch. Er ist doch nichts als ein barbarischer Abtrünniger, dessen Machthunger unzähligen Unschuldigen das Leben gekostet hat. Ja, war auch schlecht. So, nur noch eine einzige Antwort. Und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Fahrenger forscht unermüdlich nach Leben, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wow. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können. Darf ich das wegdrücken, Leute? Ja, ich muss. Es tut mir leid, aber ich drück's weg. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten. Ja, ich drück jetzt hier mal weg, weil, ja, guck mal, ich habe alles ausprobiert und nichts war richtig. Warum? In den alten Geschichten rufen sie die Drachen. Wow. Warum? Findet das Schwert des Roten Adlers. Das mache ich mit Sicherheit noch nicht. Also mit Stufe 9? Ja, das ist echt hart. Ah, wie viel Geld haben wir eigentlich, wenn wir schon mal hier sind? Vielleicht kriegen wir ja mal ein Haus. Und dann kann ich endlich mal Let's Reads machen. Hast du 5000? Ich guck gerade mal. Nein! Scheiße. Kannst du was zum Verkaufen? Nee. Ja, die Axt von Weißel hast du ja weggeschmissen. Ja, die war. Nee, ich hab leider nichts zu verkaufen. Ich muss mein Geld verdienen. Ich geh nochmal zu Aventus Aventino. Es kann doch nicht sein, dass ich das Haus nicht finde. Hühner, ey. Wer erinnert sich noch daran? Nie einen Huhn töten. Ja, genau. Strikte Anweisung. Aber wirklich, ich kenne so viele Let's Player und auch Leute, die ich kenne, die sagen, die haben das wirklich gemacht, ohne das vorher zu wissen, weil jeder, der Skyrim einmal spielt, der macht das einfach. Ohne vorher zu wissen, also selbst wenn die, sag ich mal, keine Ahnung, die kaufen sich das Spiel und schießen einfach mal einen Huhn ab. Das macht jeder einmal, auch wenn die auch nicht mal davon wissen, dass man dann angegriffen wird. Also nicht, dass die das jetzt extra machen oder so, ne? Die machen das aus Instinkt einfach mal. Ich habe noch eine Minute Zeit, das Haus zu finden. Toll. So. Bin ich mal gespannt. Da bin ich aber mal gespannt. Ich finde das Haus eh nicht. Hallo, du da. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
Da ist das Haus. Ich glaub's ja gar nicht. Ich hab's gefunden. Ich muss es aufschließen. Ne, oder? Es ist tatsächlich das Haus. Okay, ich stelle mich hier vor und sag dann... Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Er hofft es auch. Ja. Ja. Das hoffst du auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sag tschüss.